herzlich willkommen in Medis Kochwelt. Heute machen wir eine weitere Suppe und zwar die sogenannte Minestrone. Das ist eine italienische Gemüsesuppe, passend zur Sommer- und Frühlingszeit. Also das heißt, es ist keine so schwere Suppe, die man zur Winterzeit macht mit viel Sahne, sondern eher leichter mit Sommergemüse. Und was ihr dazu braucht, seht ihr jetzt. 900 Gramm Wasser, Salz und Pfeffer nach Geschmack, 20 Gramm Olivenöl, 3 Teelöffel Gemüsegrundstock. Wie man diesen zubereiten kann, könnt ihr gerne in der Infobox nachschauen. Etwas frische Petersilie, 70 Gramm Suppennudeln, eine Knoblauchzehe, etwas frisches Basilikum, so 4 bis 5 Blätter, 50 Gramm Parmesan bereits zerkleinert, einen halben Teelöffel getrockneten Majoran, 40 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm Karotten in Stücke geschnitten, etwa 300 Gramm Tomaten. Ich habe hierbei Fleischtomaten verwendet, diese habe ich bereits geschält und geviertelt, sowie etwa 300 Gramm gemischtes Gemüse. Diese solltet ihr in kleine Würfel schneiden. Ich habe jetzt zum Beispiel Erbsen, Paprika, Zucchini sowie Brokkoli verwendet. Ihr könnt aber Gemüse eurer Wahl verwenden. Als erstes müssen wir den Parmesan zubereiten und zwar könnt ihr entweder bereits gemahlenen Parmesan kaufen oder eben am Stück. Ich habe jetzt hier bereits gemahlenen gekauft, also dann kommt das eben rein, dann Majoran, dann Petersilie, dann 5 bis 6 Blätter frisches Basilikum und das wird gemixt 20 Sekunden auf der Stufe 10. Der aromatisierte Parmesan wird jetzt einfach kurz umgefüllt in eine extra Schüssel. Schaut wirklich sehr lecker aus. Jetzt kommen folgende Zutaten hinzu, ohne jetzt den Topf sauber machen zu müssen. Als erstes einmal die Knoblauchzehe. Entweder könnt ihr die mit dem Thermomix zerkleinern oder eben in eine Knoblauchpresse. Die Knoblauchpresse bevorzuge ich gerne, da der Knoblauch einfach feiner wird. Je nachdem, wie viel Knoblauch ihr haben möchtet, ihr könnt natürlich auch zwei Knoblauchzehen nehmen, aber das finde ich jetzt persönlich einfach zu viel. Dann kommen folgende Zutaten hinzu, und zwar die Karotten, die Tomaten sowie die Zwiebeln. Das wird einmal zerkleinert, 4 Sekunden auf der Stufe 5. Als nächstes kommt das Öl hier drüber. Und das vorbereitete Gemüse. Wie schon gesagt, ihr könnt einfach Gemüse eurer Wahl nehmen, sollten so um die 300 Gramm sein. Und sonst gibt es da keine Vorschriften. Ich habe jetzt einfach die Gemüsesorten zusammengestellt, die mir ganz gut schmecken. Das wird gegart 3 Minuten bei der Varoma-Stufe, bei Linkslaufstufe auf der Stufe 1. Nach dem Dünsten sollten die Zutaten einmal kurz nach unten geschoben werden. Dann kommen noch folgende Zutaten hinzu. Einmal das Wasser, Salz und Pfeffer nach Geschmack sowie die Gemüsebrühe. So, und das wird nochmal gekocht 17 Minuten bei 100 Grad bei der Linkslaufstufe auf der Stufe 1. Jetzt kommen noch die Nudeln hinein und zwar brauchen diese so 7 bis 8 Minuten. Es kommt immer auf die Nudelsorte drauf an, aber jetzt mache ich das eben 7 bis 8 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 1 und bitte Linkslauf. Die Suppe ist fast schon fertig, die muss nur noch kurz verfeinert werden und zwar haben wir doch vorhin diesen Käse vorbereitet. Der kommt hier einmal kurz rein. Und das Ganze wird vermengt. 10 Sekunden auf der Stufe 1 Linkslauf. Falls der Käse sich noch nicht so gut aufgelöst hat, macht es nichts. Dann einfach kurz mit dem Spatel durchrühren. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, könnt ihr gerne auf meinen Blog gehen. Der steht hier unten. Da gibt es nochmal alles aufgelistet, die genauen Zutaten und die genauen Zubereitungsschritte. Und falls ihr noch wissen wollt, wie man diesen Gemüsegrundstock zubereiten kann, dann werde ich euch das gerne in einem weiteren Video verlinken. Und dann bis zum nächsten Mal in Medis Kochwelt.